liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 22 mit unserer kleinen Karriere. Endlich geht's weiter. Ich habe jetzt auch nicht mal wieder ein bisschen Zeit gefunden zum Aufnehmen und ja, ihr kennt das mittlerweile. Auf geht's ins Pokalspiel auswärts bei Northampton. Da wollen wir schon mal in die zweite Runde anziehen beim im EFL Cup. Die Gegner werden wahrscheinlich nicht einfacher dann werden, aber gucken wir mal. So, erstmal ein Angebot reingekriegt, gerade von unserem Linksverteidiger, Stärke 58. Kannst du geben. Komm. So. Da ist noch eine Nachricht im Spielerchat. So, okay. Dann machen wir das so. Auf geht's. Gehen wir ins Match. Erstes Pokalspiel. Dann geht's in der Liga schon weiter. Der Herr Smart möchte gerne in der Liga spielen. Na dann, auf geht's. Northampton Town ist der erste Gegner. Gut, es hätte schlimmer treffen können. Hey. Ach, hier. Er möchte gerne von Beginn an rein, deswegen da was heute. Probier auf einfach mal aus. So, geht gleich auf jeden Fall weiter. Direkt ins nach dem Training. Das überspringen wir mal. Gekonnt. Er wird heute im Fokus stehen, denn er hat ja in den letzten drei Spielen drei Tore gemacht. Gleich kann's losgehen. Live bei EA Sports. Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Mein Name ist Wolf Fuß. Ich werde das Spiel mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und wir zeigen Ihnen heute ein K.O.-Spiel aus diesem Wettbewerb. Es könnte ein Superspiel werden. Wer kommt weiter? Wer darf weiterhin vom großen Erfolg träumen? Und für wen geht die Reise zu Ende? Das wird spannend, Wolf. Ich bin sicher, es wird eine hochinteressante Begegnung. Steht eine Menge uns. Sam Hoskins, Nummer 11, Mitch Pinnock. And Nummer 22, Benny Ashley Seal. Da ist die Startaufstellung der Gastgeber. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. So, das ist die Aufstellung von Northampton Town. Ich glaube, wenn ich die Aufstellung gerade so durchbekommen habe, ist es tatsächlich so, dass, es, dass wir auswärts ran müssen. Mal gucken. Das ist die Aufstellung der Football Friends. Sie greifen heute zu einem offensiven 4-5-1. Ja, sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen, wollen viel Druck ausüben und den Gegner zu Fehlern zwingen. Das ist unsere Aufstellung. Und wir schauen mal, ob wir es schaffen, in die zweite Runde einzuziehen. Die Kulisse hier ist wieder mal sehr sensationell. Wie groß unser kleines Hühnerchen. Okay, das erste Spiel gibt es ja dieses 0-3 bei Nathan Jorgen. Was die Fans hier veranstaltet. Mal was jetzt hinkriegen. So, auf geht's. Die Spieler sind natürlich heiß und wollen natürlich loslegen. Auf geht's. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. Muni. Ja. Und ach, der einfach abseits. War doch kein Abseits hier, Leute. Da ist der Ball jetzt weg. Ah. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Ah.
Gut, ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. Er hat in den letzten drei Spielen dreimal getroffen. An diesen Leistungen will er auch heute wieder anknüpfen. Ist ja völlig klar. Sie verlieren den Ball. Und jetzt der Ball da vorne hin. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Genau, und jetzt. Ja, schön, riesen Chance. Ja, das war ganz gefährlich. Was für eine Szene. In die Ecke kommt. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Also die erste gute Situation für unsere Jungs. Ah. Anspielstationen werden da, machen sie sehr da gut. Da kommt nichts mit. Könnte die Führung werden. Gut aufgepasst, der hat die Flanke. Schlechter Pass, das muss sowas von besser werden. Diese Szene, immer noch Gefahr. Die Fahne ist hoch. Ach, mach schon wieder Abseits. Das war richtig knapp. Ja, kein Abseits. Sie lassen den Platz für die Flanke. Problemlos hat er hier den Ball. Hinter geflückt. Er schirmt den Ball ab. Und jetzt dieser Torwart. Und der Stern war auf. Achtung jetzt. Auf die Spitze. Vorne steht noch frei. Und Spitze. Er macht ihn rein. Da hat alles offen. Da haben sie die frühe Führung. Zum Toreschießen eingeladen. Das ist frühe Führung. Das ist alles offen, da lässt er sich nicht zweimal bitten, macht den Treffer. Und ich glaube, diese Wiederholung wird der Trainer seinen Jungs noch auf jeden Fall mal das 1-0. Da hat in der Defensive nichts gestimmt. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Ja, auf. Erstmal die kleine Überraschung hier. Das war das. Er lässt den Gegner früher stehen. Einzel, ja. Guter Vorstoß, kann was werden. Besser auf jeden Fall als. Und die Balleroberung, wichtig. Der Kerl ist da nochmal nachgesetzt und dann drauf. Jetzt ist Platz für den Konter. Immer noch diese Szene. Da ist die Flanke. Ist, da kommt nichts. Wäre die Konterchance gewesen, aber sie verlieren den Ball. Der löst da. Starks geht gut durch da. In den Rückraum. Und der hält der Keeper. Er hat den Ball. Ja, aber die Parade vorher, die war sensationell. Sie machen diesen Ball nicht rein. Gerade eben in dieser Szene. Also, es ist nicht zu glauben. Sie geben den Fußballfans auf dem Flügel viele Räume. Jetzt können sie es machen. Den hält er. Und wenn der Keeper da nicht hält, schießt sie 2-0. Die Fans spüren jetzt oder nie, jetzt muss was kommen von der Mannschaft. Ah, guck mal, Patrick. Klasse Einsatz. Die Football-Fans greifen Hunter. Sie bringen den Ball in den Strafraum. Da klären sie erstmal. Leider noch nicht so ganz. Jetzt können sie kontern. Die Gastgeber sind beim Ballbesitz vorne, aber sie liegen trotzdem weiter hinten. Der Grund? Der Mangel an klaren Chancen. Sie machen nichts aus ihrem Ballbesitz. Oh. Ja, sie hatten eine gute Situation gehabt da am Anfang. Ah, sie haben wieder den Ball. Was ist das Gelb? Ja, gibt da sogar den, gibt er da sogar glatt rot. Sehr nein, gut. Gibt gar nichts. Der Oberseite spricht zunächst mit ihm. So der gibt gar nichts. Sein. Okay, für mich ist es er ein geht bisschen. Auf die Spieler ein, sagt aber trotzdem ganz klar, was Sache ist. Und das ist wirklich fair, so weiß jeder Spieler ganz genau Bescheid und ist sich der Konsequenzen bewusst. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Bitte Abseits, also ein bisschen viel Abseits gerade. Müssen Sie eigentlich sehen. Ah, das war nachlässig, das war unüberlegt. Da müssen Sie warten. Sie sehen doch, dass da jemand im Abseits ist. Das ist kein guter Pass. Sie suchen die Lücke.
Sie bauen geduldig auf. Man spürt dieser Griff an die Latte. Latte. Nächste Chance. Ja, abseits. Richtig. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Wird Einwurf geben. Geht's gleich in die Halbzeit. Ist der Ball weg. Dann ist Halbzeit. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Ja, 20. Minute. Simon hat getroffen, der tatsächlich gerade gefordert hat, ey, ich hätte mal ein bisschen Bock zu spielen. Aber haben wir gerade irgendwo eine. Das ist, glaube ich, nur bisher. Ja, gut, das ist die erste Runde, ne? Da die großen Teams steigen jetzt, glaube ich, irgendwo in der zweiten, dritten Runde ein. Also müssen wir mal gucken, ob wir zumindest ein bisschen was schaffen. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. So. Ich schaue, bevor ich auf andere schaue, schaue ich erstmal auf mich. Ja, gut gelöst hat. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Setzt sich da schön durch. Ah, das hat er ein bisschen viel verloren. Smart war es, der ein bisschen verkackt hat gerade. Guter Pass, die Riesenchance. Keiner gefährlich nach dieser Parade. Vorne der Ball. Wieder der Abseits. Der Pass zum Gegner. Da sind sie da, guter Block. Wird es weggegeben. Ja. Wir hören es, die Fans hoffen auf den Ausgang. Der Ball kommt rein. Da ist der Ball erstmal raus. Und klasse durchgesetzt. Was für eine Chance. Sehr gut. Oh, der Keeper jetzt. Also wir haben echt. Hat man zum einen Keeper zu verdanken, dass man hier nicht. Die Ecke kommt rein. Also zurückliegt. Pass wird abgefangen. Nicht ungefährlich. Er geht dazwischen. Brauchbarer Kopfball, aber der geht neben das Tor. Jetzt nimmt er den Wechsel vor. Also es ist momentan echt nur der Keeper. Er hat sich für Liverpool entschieden, das kann man ihm nicht verübeln. Das ist Fußballtradition pur bei den Reds. Wenn ein da echter Kuhwolf, wenn du mich fragst. Alle. Ah, gibt er noch die? Das ist jetzt zu einer Einigung gekommen. Nee, gibt Abstoß, okay. Schöner Ball auf Smart. Aber die kommen nicht ja, durch da vorne. Northampton steht da hinten viel sauber Platz und gut. Und die Abwehr sucht doch nach ihrer Formation. Jetzt kann er es machen. Klasse Konter. Die vergeben es momentan zu häufig, zu viel. Das war ein guter Spielzug. Ja, nicht. Also wir momentan sind noch nicht viel Glück dabei. Aber der Ball ist weg, die Gefahr damit vorüber. Jetzt ist er durch. Und das wäre die letzte Chance gewesen, das Ding sowas von auf den Kopf zu stellen. Ich hoffe, 2-0 zu den Wechsel nochmal neue Akzente setzen, insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Da gewinnt er den Zweikampf. Ich komme nicht da in die Position. Nochmal die Unterstützung von den Rängen. Die Hoffnung auf den späten Ausgleich. Sie lebt. Sieht gefährlich aus. Jetzt die Flanke. Keine gute Flanke. Einfach zu halten. Okay, das war ein bisschen sehr nah am Keeper. Nachteile beim Ballbesitz auf Seiten der Football Friends. Aber bei den Toren. Ah, Moment, jetzt liegt was in der Luft.
Und man weiß nicht wie, aber es steht 2-0. 75. Man weiß nicht wie, aber trotzdem steht es irgendwie 2-0. Ich denke, das hat man sehr, sehr viel. Hat man das Hemd so ein bisschen in den Zahn gezogen. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Ich denke, jetzt ist es durch. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Rose. Rose, ja. Schön. Jetzt die Chance. Und so wird das nix. Den hält der Torwart natürlich. So, jetzt kann man ein bisschen durchwechseln. Ich denke mal schon, dass wir in der zweiten Runde stehen, aber ja, lass sie jetzt mal ein Tor machen, dann sieht das wieder ein bisschen anders aus. So, jetzt wollen wir durchwechseln. Da kommt die Ecke. Den hält er sicher, gar kein Problem. Haarlos, dieser Kopfball. Sechs Minuten sind noch zu gehen. So, den konnte er jetzt nicht anspielen, weil abseits gewesen wäre. Die Chance, was für eine Parade. Und der Keeper verhindert die endgültige, absolute Entscheidung. Nur 2-0. Nur 2-0. Ecke, komm. 3-0. Das war's. Das steht in der nächsten Runde. Und man weiß trotzdem immer noch nicht so ein bisschen wie. Da zeigt er seine ganze Technik. Carter war's. Verteidigt auch das Schild. Und da kann ich queren, also und haut das Ding mir als Anfallsjahr zur endgültigen Entscheidung rein. Und damit ist es das 0-3 und damit steht man definitiv in der nächsten Runde. Man weiß noch nicht so ein bisschen, na, wie, ne? Sie wechseln also auf. Davis raus. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Jetzt ist es, wie gesagt, jetzt kann man ein bisschen ruhiger angehen lassen. 4 Minuten gibt es als Nachspielzeit. Aber wenn er jetzt schnell genug ist, kriegt er den... Den Ball hat er. Ganz okay, den holt sich der Keeper ein bisschen sehr theatralisch. Kein guter Pass. Okay, weg Pass. Ist der Ball. Und dann ist es da, ist man schickt mit zweiten Runde. Das ist 3-0. Also, wieder, man weiß irgendwo nicht wie, aber man hat sich eingebracht. Sie hatten dieses Duell im Griff, waren stark auf. Ja, das hat er 2-0 gemacht.
Und jetzt dieser tolle Steilpass. Achtung jetzt. So, erstmal die zweite Runde erreicht. So, ich hoffe, dass das jetzt mit den Interviews mal klappt. Na gut, ich kann jetzt nicht gucken, wie die Spieler aussehen. Ich hoffe, dass das jetzt ohne Probleme klappt. Oh ja. We just wanted to ask you a couple of questions. Ja, wie gesagt, den Aufstart haben wir schon mal in Sand gesetzt in der Liga, ne? Deswegen ist das zweite Spiel gar nicht mehr so unwichtig jetzt. Gut, er ist heute nur ausgewechselt worden. No more questions, thank you. Zum Ende nochmal. Um einfach auch mal der zweiten Garde so ein bisschen die Chancen zu geben. Okay, dann haben wir es geschafft für heute. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder und dann geht's weiter mit dem nächsten Ligaspiel. Und ich weiß gar nicht, wer da der nächste Gegner sein wird. Ich guck mal vom Wappen her. Sutton United. Okay. Gut. Das lösen wir dann und freue mich, wenn ihr wieder einschalten würdet, hier bei FIFA 22 mit unserer Karriere hier mit Mortening Football Club.